Wir sind jetzt beim Heidelberg Pastry Shop, einer deutschen Bäckerei von Wolfgang Büchler, und werden mal schauen, was er hier alles produziert. Wie viel Essen verkaufst du in einem Tag? Wie viel Essen? Wie viel Essen? Das ist eine große Frage. Also Essen, das weiß ich nicht genau, wie viel. Wir kaufen sehr viel Essen, weil wir haben jeden Tag einen Durchschnitt auf 425 Kunden. Welche Produkte vermischen Deutsche in den USA? Das meiste ist ihr Brot. Das ist das meiste, was die Deutschen vermissen. Und wir bringen das ganze Mehl jetzt von Deutschland zu den USA, damit die das dann hier haben. Was kaufen deutsche und amerikanische Kunden am liebsten? Am liebsten das Brot und die Brezel. Heute Nacht 2500 Brezel gemacht. Wie lange gibt es die Bäckerei schon? Okay, das sind jetzt 41 Jahre. War es schwierig, sich hier einzuleiten? Ja, es war sehr schwierig, denn ich habe kein Englisch gesprochen. Und das war sehr schwer am Anfang, dass man sich nicht verständigen kann mit den Menschen. Das war sehr schwer. Und wie lange? Halbes Jahr, dann habe ich Englisch gesprochen. Oh, das ist toll. Ja. Das ist gut. All right. We're here to have fun, right? Not to be nervous, okay? Okay. So the camera's rolling.